Mr. Peabody, verrückter Wolf hat mir gerade erzählt, wie die Indianer ihre Gefangenen einsperren. Hochinteressant. Mhm. Keine Kugeln, keine Ketten. Die Gefangenen arbeiten in Freiheit. Die Indianer vertrauen ihnen und die Gefangenen werden so gleitend wieder in die Gemeinschaft integriert. Wir haben eine Erfolgsrate von 98,27%. Verrückter Wolf hat uns angeboten, einige unserer Gefangenen in seinen Stamm aufzunehmen, um die Effizienz seiner Methode zu beweisen. Und Sie glauben, das klappt? Wir können es hier mal versuchen. Na toll, aus dem Indianerlager zu fliehen, wird das reinste Kinderspiel für uns. Und was machen wir hier so den ganzen Tag lang? Ha, keine Angst, mein Freund. Dir wird schon nicht langweilig werden. Flippiger Otter, ich hab hier ein paar Dienstmädchen für dich. Ich frag mich, wieso ich überhaupt mitkommen sollte. Hm? Ich verstehe. Ich soll ihr neuer Schäferhund sein. Hm? Hallo? Und bist du jetzt zufrieden? Mhm. Ich nicht. Ich bin ein Dalton und keine Putzfrau. Hör auf zu schnattern wie eine Gans. Putz das Camp! Hm? Na, dann wollen wir mal losputzen. Wir haben uns verirrt. Liegt das Lager in dieser Richtung? Gute Nacht, Leute. Habt keine Angst. Ich wache schützend über euch. Alles klar. Joe, die Schnur ist aus Kojotendarm gemacht und super reißfest. Kann man die nicht weicher machen? Ja, man muss sie kauen. Du hattest recht, Joe. An den Gefängnisstäben zu knabbern, ist viel schwerer und anstrengender. Geschafft, Joe. Machen wir es auf die indianische Art. Oh, oh, meine Herde versucht abzuhauen. Moinsen. Hm? Ah, die Kojoten ziehen nach Westen, ne? Dann kommt der Frühling. Abmarsch zurück ins Lager, meine Herde. Hopp, hopp. Hier, heute diese Eichhörnchen für unser Essen. Ich dachte immer, Indianer essen wilde Büffel. Normalerweise ja, aber in der Gegend lebt nur ein Büffel und der ist auf der Hut. Wir fangen ihn für dich. Wir sind Büffelspezialisten. Passt gut auf und bleibt in Deckung, dann könnt ihr was lernen. Ich hab echt keine Ahnung, wie die so ein großes Schaf einfangen wollen. Na, ihr zwei Feldstecher, könnt ihr die vier sehen? Hä? Thank you.
Ihr müsst nichts weiter tun, als unser Lager wieder aufbauen, bevor es Nacht wird. Auf keinen Fall! Vergiss es! Wir wollen zurück in unser Gefängnis! Genau! Wir wollen lieber wieder Steine kloppen! Andererseits, warum sollten wir euer Lager nicht wieder aufbauen? Das ist gesund! Gute Neuigkeiten! Wir gehen nach Hause! Ihr dürft bleiben! Ich habe mit Peabody gesprochen und weil hier alles gut läuft, hat er eure Zelle an andere Gefangene vermietet. Ich bin so fix und fertig, dass ich nicht einmal mehr graben kann. Wir kommen hier nie wieder weg. Kommt raus! Die anderen Squaws sind neidisch auf mich, weil meine Wäsche und mein Tipi sauberer sind als ihre Sachen. Ich will lieber meine Freundinnen behalten und alles selber machen. Verschwindet! Schnell, mach das Tor auf, bevor sie es sich überlegen! Unsere schöne, gute, alte Zelle. Meine geliebte Eisenkugel. Ich hab da mal eine Frage. Die haben uns doch freigelassen. Warum sind wir eigentlich wieder zurückgekommen? Weitere Fragen? Oh. Und jetzt wird geschlafen. Was für eine herrliche Atmosphäre von Freundschaft und harter Arbeit. Ah, Miss Betty, unser kleiner Gefängnissonnenschein. Kommen neue Gefangene? Nur einer. Sein Name ist Louis. Hallöchen, mein Name ist Lou. Lou? Aber Sie haben Louis geschrieben. Ich bin der Direktor. Hat der Direktor auch einen Namen? Mr. Peabody, aber nennen Sie mich ruhig George. Alles klar, ich verstehe. Wie bitte? Gar nichts, Miss Coyote. Nicht Coyote, Lou. Oh. Taschen gepackt. Das Loch? Gegraben. Zivilklamotten? Haben wir. Wir sind abmarschbereit. Joe, gehen wir oder nicht? Nein, heute nicht. Mir ist ein Nagel abgebrochen. Bitte, lassen Sie mich. Nein, mich! Nein, das reicht. Hopp, alle in die Küche zum Kartoffelschälen. Gestatten Sie ja. Es geht doch nichts über etwas Sport am frühen Morgen. Darf ich mal? Was für Muckis. Das muss wohl ein Versehen gewesen sein. In diesem Gefängnis sind nur Männer. Das macht mir nichts aus. Ich mag Männer. Sie nicht? Oh, du bist ja niedlich. Wo sind denn deine Eltern? Wie heißt du denn, Kleiner? Joe. Joe Dalton, Miss. Joe Dalton. Freut mich sehr. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Oh, du bist aber stark, Joe. Ich bin beeindruckt. Kleiner Joe, du bist clever. Du hast doch bestimmt auch Lust, auszubrechen. Wir sind schon vollzählig. Ich verstehe, wenn du natürlich lieber mit Jungs zusammen sein möchtest. Entweder die oder ich. Hey, Joe, wann brechen wir endlich aus? Später!
Beruhige dich, Joe. Du bist ein Genie, Joe. Wann essen wir was? Also für mich spielt die Größe keine Rolle. Brechen wir aus und beginnen gemeinsam ein neues Leben. Ja, aber meine Brüder... Sie sind große Jungs, du musst an dich selbst denken. Ich meine an uns, an dich und an mich, an uns beide. Ich durchschaue sie und ihr mieses Spiel. Ein Spiel? Ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen. Naja, wie auch immer, morgen werden sie verlegt. Bye-bye, Coyote. Ich werde verlegt? Joe, wir müssen ausbrechen, heute Nacht. Naja, also schön. Ein Tunnel. Und wenn wir es geschafft haben, dann holen wir deine versteckte Beute und fliehen gemeinsam nach Europa. Meine Beute? Was für eine Beute? Ich habe keine Beute. Du bist mein einziger Schatz. Keine Beute? Der Ausgang! Joe ist ohne uns weg. Das war die Kleine. Die Kleine? Was denn für eine Kleine? Tut mir leid, Joe, aber du bleibst hier. Aber Lou, du hast gesagt, wir wollen zusammen leben. Tut mir leid, ich lebe lieber in Luxus, weißt du? Joe? Wolltest du ohne uns abhauen? Wo ist denn die Kleine? Aber so ist das gar nicht. Das gehört zum Plan. Helft mir hoch, schnell. Ein Plan von wegen. Lou! Oh? Das kannst du mir nicht antun. Doch. Ich hatte recht. Sie ist wirklich ein Kojote. Ich wusste, dass sie heute Nacht flieht, wenn ich ihr sage, dass sie morgen verlegt wird. Dann werde ich morgen doch nicht verlegt? Wegen dieses Fluchtversuchs? Auf jeden Fall. Du hast mir was versprochen. Lou, du hast doch gesagt. Nein, sie hat es mir versprochen. Du hast doch gesagt, ich bin ein Honigbär. Ich auch. So, wo jetzt wieder alles normal ist, könnt ihr damit beginnen, den Tunnel zuzuschütten. Du wolltest doch alleine abhauen, Joe. Na, dann mach mal. Tja. Liebeskummer tut weh. Feuer! Feuer! Lass mich raten. Es handelt sich um die Daltons? Mitnichten. Diesmal ist es Edison. Edison, mein Gefängnis ist kein Labor. Eine ganze Stadt niederzubrennen hat wohl nicht gereicht. Alles im Interesse der Wissenschaft. Bösewicht, steck ihn ins Loch. Aber Mr. Peabody, das ist Thomas Edison. Einige seiner Erfindungen haben ihm Tausende von Dollar eingebracht. Wenn es ihm gelingt, in unserem Gefängnis eine neue Erfindung zu machen, würde uns das viel Ehre bringen. Tja, da ist was Wahres dran. Mein lieber Edison, ich habe nachgedacht, du brauchst ein neues Labor. Ein Wissenschaftler ohne Labor ist wie ein Gefangener ohne Kugel und ohne Kette. Ach übrigens, worum geht's bei dem neuen Projekt? Ich arbeite an einer einzigartigen Erfindung, die unsere arme, dunkle Welt in ein hell leuchtendes, freies Paradies verwandeln wird. Hm? Hat da jemand frei gesagt? Wir wollen Ihnen einen Deal vorschlagen. Thomas! Thomas! Kommen Sie schnell, ich habe eine Überraschung für Sie. Und, wie sieht's aus? Sind Sie dabei? Autsch. Einverstanden. Thomas, hier ist Ihr neues Labor. Pardon.
Die Daltons? Was machen die denn hier? Das sind meine neuen Assistenten. Assistenten? Ja, wir lieben die Wissenschaft. Wir sind ziemlich helle in der Birne. Auch wenn es nicht so aussieht. In euren Köpfen herrscht absolute Dunkelheit. Die haben eine neue Krankenschwester eingestellt. Wer ist denn hier krank? Das soll also die Erfindung sein, die uns alle befreit? Nicht nur euch, Joe. Sie befreit die ganze Menschheit. Ey, warum leuchtet das Ding nicht? Wenn ihr das Licht sehen wollt, müsst ihr in die Pedale treten. Es werde Licht und es ward Licht. Das ist aber nicht sehr hell. Schneller, Averill! Mhm. Ihr wird nicht gechillt. Denkt an die Tour de France, Averill! Schneller, Averill! Beweg dich! Es funktioniert! Es funktioniert! Es funktioniert! Ach, was für ein Licht! Ganz schön hell! Alles okay, Joe? Jungs, ich habe eine Illumination. Passt mal auf. Wir behängen uns mit einer Glühbirne. Damit blenden wir die Wachen. Und wenn die Wachen uns nicht sehen können, können wir 1, 2 fix abhauen. Du bist ein Genie, Joe. Hey, seht mal, Jungs, mein neues Outfit. Jetzt siehst du sogar noch dämlicher aus als sonst. Und was ist mit Thomas Edison? Den stellen wir kalt. Hä? Ah, danke schön. Hä? Danke. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Mann, die Schwester hat aber ganz schön behaarte Beine, was? Halt die Klappe! Und jetzt zu den Glühbirnen. Huhu, wir sind's, die Daltons! Wir wollen ausbrechen! Huhu! Bleib, wo du bist, Joe. Wie siehst du denn aus, Joe? Ist denn schon Weihnachten? Avril, tritt in die Pedale! Ich kann nichts mehr sehen! Wir sind frei! Endlich sind wir frei! Meine Erfindung! Sehen Sie mal eine Sternschnuppe. Die Daltons haben meine Erfindung gestohlen. Das muss ein Notfall sein. Stopp, Averill, wir sind weit genug weg. Das Licht ist verräterisch. Außerdem verbrenne ich mich andauernd. Ah, stopp! Wie kann ich schon? Ich muss immer weiter treten. Hör auf, um Himmels Willen. Mann, ist das heiß. Ich breche meinen Rekord. So, jetzt könnt ihr sie zurückbringen. Oh, wieder ein Fehlversuch der Daltons. Ah, ihr Diebe wolltet meine Erfindung stehlen und das Geld für euch behalten, was? Aber Thomas, haben Sie das denn nicht zum Wohl der Menschheit gemacht? Ich teile mit keinem das Geld. Nicht mal mit dem lieben Direktorchen? Ne. Sie sind also der Meinung, dass Sie auch ohne meine Hilfe Ihre Erfindung hätten machen können? Ja! Und dank dieser Erfindung seid ihr jetzt auch in der Lage, nachts zu arbeiten. Zu schade, dass die Daltons nicht hier sind. Sie waren uns dabei eine große Hilfe. Die Daltons? Sie sind gerade anderweitig beschäftigt. Komm schon, Joe, gib alles. Ja, ich geb dir gleich alles, wenn du nicht gleich die Klappe hältst. Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum!
ja gar nicht mit, aber es ist doch Weihnachten. Für mich ist erst Weihnachten, wenn ich hier rauskomme. In 345 Jahren und 10 Monaten, Joe. Weihnachten ist ein furchtbares Fest und der Weihnachtsmann ist ein Betrüger. Das ist ja eine blöde Geschichte. Wie soll denn der dicke Mann durch den Kamin passen? Ein Kamin, ja. Und das ist meine Idee. Einen Kamin? Aber wofür denn? Wenn wir keinen Kamin haben, dann kann uns der Weihnachtsmann auch keine Geschenke bringen. Ah, eine ganz wunderbare Idee, Joe. Darauf hätten wir schon viel früher kommen müssen. Also schön, aber ihr müsst ihn selbst bauen. Ja! Sie plündern, rauben, betrügen, hintergehen. Und jetzt sind die vier so naiv wie kleine Kinder. Und wenn sie sich als Weihnachtsmann verkleiden und sie bestehlen? Ah, es schneit! Hier sind der Plan und eine Maurerkelle. Das ist ein Selbstbaukamin. Er kommt direkt aus Schweden. Tada! Also, ich glaube, das Ding steht verkehrt rum. Kommt drauf an, von welcher Seite man ihn ansieht. Stümper und Dilettanten. So, jetzt ist er richtig herum, Joe. Avril, wofür war das Loch in dem Kamin gleich noch, hä? Damit wir fliehen können. Wir klettern innen drin nach oben und dann geht's hoppla hopp über die Mauer. Und warum hast du den Kamin dann in die Mitte vom Hof gebaut? Wow, eine neue Hundehütte. Ist sie für mich? Oh, danke, Weihnachtsmann. Na bitte, es geht doch, Avril. Also, hör zu, so werden wir abhauen. Siehst du, was ich sehe? Keine Sorge, Emmett. Der dicke, bärtige Typ soll nur kommen. Der kann was erleben. Okay, wir können los, Jungs. Würden die auf den Weihnachtsmann warten? Wir müssen sie weglocken. Ja, genau, aber wie? Verkleiden wir uns doch als Weihnachtsmann. Ene, mene, mine, mu, der Weihnachtsmann bist du. Du, Avril, komm raus da. Okay, Avril, du verkleidest dich als Weihnachtsmann und sagst den Wachen, dass ihre Geschenke in deinem Schlitten sind. Ich verkleide mich als Schlitten und sag dem Weihnachtsmann, dass die Wachen in den Geschenken sind. Ich meine, die Wachen sind im Weihnachtsmann. Alles klar. Und jetzt verkleide dich, ihr habt's eilig. Oh, bloß übereilen. Hallo, Kinderchen, ich bin's, der Weihnachtsmann. Wo kommt der plötzlich her? Wo immer er herkommt, wir schicken ihn wieder dahin zurück. Was macht ein Direktor nicht alles für seine Gefangenen? Hey, er hat es geschafft. Avril, los, komm, wir wollen verschwinden. Alarm! Die Daltons versuchen ab... Ja, das ist der Richtige. Was denn, wieso denn? Nein, ich schwör's, ich bin der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann bin ich. Ach, komm schon, Avril. Geh zurück in deine Zelle, sonst sperren wir dich noch ins Loch. Seid ihr hier drin, Jungs? Was glaubst du denn? Jedenfalls feiern wir hier drin nicht Weihnachten. Man sieht nichts hier drin. Es ist stockfinster. Ich mach uns Licht, Joe. Steffel, sei nicht so laut. Na, Weihnachtsmann, jetzt hast du Muffensausen, was? Ich fordere euch hiermit auf. Lasst mich frei. Es wird kein kleiner Kobold auftauchen und dich befreien. Darüber reden wir später, Avril.
Wo ist der Ausgang? Hm? Der Ausgang? Was denn für ein Ausgang? Na, der Ausgang, durch den wir abhauen wollen! Ich bin doch nicht blöd, Joe. Ich habe keinen gemacht, weil das ein falscher Kamin ist. Ach, jetzt fühle ich mich besser. Oh, der Weihnachtsmann. Vielleicht hast du zu hart zugeschlagen, Joe. Oh, oh, oh. Dieser Kamin steht gar nicht auf meiner Karte. Weihnachtsmann, bringst du mir ein Geschenk? Everell. Hier, lieber Everell, für dich. Oh, Weihnachtsmann! Kriegen wir vielleicht auch ein Geschenk, Sir? Joe, Jack und William. Ich glaube, da gibt es ein kleines Problem. Tut uns leid, Mr. Peabody. Wir wussten nicht, dass Sie das sind. Darüber reden wir später. In der Zwischenzeit fangt ihr die Daltons ein und steckt sie zurück in ihre Zelle. Ich bin fertig erledigt. Ich musste die Daltons bewachen und ich habe versagt. Ach was, bitte lächeln Sie, lieber Direktor. Es ist Weihnachten. Hey, machen Sie doch mal Ihr Geschenk auf. Mein Geschenk? Die Daltons, genau die habe ich mir gewünscht. Oh, danke schön, Weihnachtsmann. Hey, Emmett, riechst du auch den süßen Duft der Rache? Oh, oh. Ich habe gute Neuigkeiten, was deinen Fall betrifft, Joe. Wenn es um das versteckte Dynamit unter der Matratze geht, das war nur gelegen. Bei der Verhandlung gab es einen Formfehler. Es muss neu verhandelt werden. Tja, in der Zwischenzeit bist du frei. Können wir sein Dynamit haben? Ich hol mir einen Colt, raub eine Bank aus und komm zurück. Hast du dir die Adresse aufgeschrieben? Joe Dalton will fliehen. Ich muss die Wachen warnen. Danke für den Service. Lass die Waffen fallen. Ich bin Joe Dalton. Joe Dalton von den Dalton-Brüdern? Aber das sind vier und du bist allein. Ich sag dir, ich bin Joe, der kleinste und gemeinste von den Dalton-Brüdern. Woher soll ich wissen, dass du der kleinste bist, wenn ich's nicht vergleichen kann? Ja. Na bitte, geht doch. Das gefällt mir schon besser. Her damit. Ich konnte mir keinen Colt beschaffen, aber ich habe einen Plan. Ma hat Kekse für euch gebacken. Meine Anweisungen stecken in den Keksen. Also Mars Kekse schmecken heute ziemlich pappig. Ach, so ein Familientreffen geht einem ganz schön ans Herz. Joe Dalton will schon wieder fliehen. Ich habe keine Zeit, die Wachen zu warnen. Ich erledige das. Auf dem Papier steht nichts. Er muss mit Zaubertinte geschrieben haben. Joe startet heute Nacht ein kleines Ablenkungsmanöver, um die Wachen abzulenken. Wir haben das Seil. So, und jetzt zur Mauer. Schritt 4, bindet den Haken an das Seil. Und jetzt werfen. Pass schön auf, Joe Dalton. Der furchtlose Wachhund dreht seine Runden. Haben wir nicht irgendwas vergessen? Diesmal hab ich dich erwischt. Ich hab dich, Joe Dalton. Na schön. Ich mache einen größeren, besseren Plan. Und diesmal keine Fehler, klar? Ach, hör doch auf. Du hältst uns wohl für Idioten, hä? Deine Zeichnungen sind nicht viel besser geworden, Joe. Keine Sorge, Joe holt uns hier schon raus. Joe macht dies, Joe macht das. Warum macht er immer alles? Zeigen wir ihm, dass wir auch ohne ihn ausbrechen können. Hm?
bitte. Hey, Bob, da bist du ja. Joe Thornton ist jetzt Gefängniswärter? Endlich sind wir zwei ein Team, du und ich. Wir brauchen einen Plan. Ist echt anstrengend, meinen Kopf zu benutzen. Ich weiß was. Wir benutzen seinen Kopf. Nein, du machst nur meinen Plan kaputt. Alles klar, Partner. Ich gebe dir Rückendeckung. Bob! Bereit? Bereit. Joe wird stolz auf uns sein. Und eins. Und zwei. Tada! Und drei. Beeilen wir uns, bevor die Wachen Alarm schlagen. Ich halte hier mal die Stellung. Was jetzt? Hier ist der Plan, hä? Nach links! Und jetzt? Noch einmal nach links! Da sind sie ja! Hey! Ein Wärter! Er ist zu den Zellen gelaufen! Die Spielzeit ist vorbei! Jack, William, Averell! Joe! Mein Partner braucht wohl Rückendeckung. Dafür bin ich da, die werde ich ihm geben. Achtung! Und jetzt! Ich weiß gar nicht, warum die mir eine Medaille gegeben haben. Die ist ja nicht mal aus Schokolade. Das war deine Schuld, Joe. Wir wollten gerade fliehen. Du hast alles kaputt gemacht. Meine Schuld? Ihr seid ja noch schlimmer als Ketten und Handschellen. Geht mir aus den Augen, bevor ich sauer werde. Kein Problem, Joe. Der Fehler in deiner Akte wurde korrigiert. Und du bekommst einen extra Monat Einzelhaftgefängnis, weil du Gefangenen zur Flucht verhelfen wolltest. Was? Das ist ein Irrtum. Das war deren Idee. Steht nicht so blöd darum. Sag doch was. Darf ich vielleicht so eine Essenration bekommen?